Hallo Andreas. So, wir haben uns jetzt zusammengetroffen. Wir reden jetzt eine kleine Sekunde über Lasertag, weil du morgen bei der Live-Diskussion nicht dabei sein kannst, du trotzdem deine Position verteidigen willst. Andreas, du bist 27 Jahre alt, kommst aus Frankfurt und bist der Sprecher von Lasertag in Deutschland. Was sagst du denn zu dem Hauptvorwurf, dass Lasertag für Jugendliche unter 18 nichts wäre? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben, bevor wir überhaupt eröffnet haben, unsere erste Fläche, haben wir uns bereits zusammengesetzt mit Experten, Psychologen, Pädagogen, Jugendschützern. Und an die Richtlinien, die wir da entwickelt haben, halten wir uns. Und entsprechend haben wir es auch uns über Gutachten bestätigen lassen. Wir haben Befragungen von den Jugendlichen durchgeführt. Und wir stellen fest, dass sie alle sehr gut trennen können zwischen Spiel und Realität. Und deswegen sagen wir, dass es ab 12 mit Einverständniserklärung der Eltern zur Not absolut in Ordnung ist. Ist nicht gefährlich, es ist absolut harmlos. Und ab wie vielen Jahren, denkst du, sollte Lasertag erlaubt sein, rein vom Gesetz her? Ich denke, ab 12 Jahren sollte es erlaubt sein. Ob die Eltern da noch ein Mitspracherecht haben sollten oder nicht, würde ich offen lassen. Lasertag an sich sollte man unterscheiden von Lasergame. Woran liegt das? Das liegt einmal vor allem an dem Konzept. Wir haben ja eine Weste an, das heißt, mit unserem Phaser markiert man nur die vorgegebenen Sensoren. Bei Lasergame hast du ein Stirnband oder einen sogenannten Zapper oder Gun an. Das heißt, da ist der gesamte Körper Trefferfläche. Außerdem ist das Spiel ausgelegt auf so ein bisschen mehr wie Battlefield. Du kannst Soldier sein oder Sniper oder Medic, du hast Ammo, du hast Airstrikes, Mines. Und ja, das Ganze ist eben ein bisschen mehr auf Realismus ausgelegt, ist auch häufig in alten Fabrikgeländen, so ein bisschen Häuserkampf ähnlicher. Man hat dann auch ein Zielvisier, deswegen würde ich das auf jeden Fall voneinander trennen. Gibt es Belege dafür, dass Jugendliche unter 18 nicht geschädigt werden durch diese Lasertag-Spiele? Ja, die gibt es. Es gibt zwei Gutachten zu diesem Thema, die von Experten angefertigt wurden. Das sind Aggressionsforscher, Entwicklungspsychologen, Pädagogen und Jugendschützer. Die haben sich intensiv wochenlang damit beschäftigt, haben empirische Befragungen und Studien durchgeführt und sind zum Schluss gekommen, dass es sogar positiv ist, wenn man als Pubertierender in einen sogenannten Magic Circle abtauchen kann, eine andere Welt, wo egal ist, wie ich aussehe, wer ich bin, einfach mal das andere vergessen kann, und das ist eben auch sehr förderlich. Und gibt es eigentlich einen Unterschied so, weil ich muss vorher sagen, es gibt viele Kritiker, die halt sagen, Lasertag, Wasserbomben, alles geht so ein bisschen gegen die Menschenwürde. Was denkst du dazu? Gibt es da einen Unterschied, muss da unterschieden werden? Also generell finde ich den Vergleich gut, auch mit Wasserpistolen, Nerfguns oder an Karneval zum Beispiel mit Spielzeugpistolen. Das interessiert niemanden. Warum Lasertag anders sein sollte, verstehe ich nicht ganz. Da hat man auch keine Waffe, sondern spielt eben, man markiert sich ja. Und gegen die Menschenwürde, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn es wird ja nicht geschossen. Schießen würde bedeuten, dass ein Projektil abgefeuert wird, dass eine physische Reaktion am Körper erfolgt. Und das ist bei uns nicht der Fall. Es ist ein Spiel, es ist Sport, es ist Spaß und deswegen definitiv nicht gegen die Menschenwürde. Das haben auch die neuesten Urteile ergeben. Sollte es wirklich durchgesetzt werden, dass Lasertag ab 12 Jahren ist, wirst du dann mit deinem geschulten Auge auch schon entscheiden können, dieser 12-Jährige könnte es eventuell nicht so ganz verkraften, auch wenn seine Eltern dabei sind? Oder sagst du, der ist 12, für den ist das okay, der muss das jetzt durchstehen? Also natürlich ist es so, dass jeder 12-Jährige eine andere Entwicklung durchmacht. Vom Aussehen her kann man das nicht beurteilen. Allerdings haben wir eben immer geschultes Personal vor Ort. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, unwohl fühlt und das Spiel abbrechen möchte, kann das zu jedem Zeitpunkt tun, kann rauskommen, bekommt sein Geld zurück, kann betreut werden. Also von daher, auch wenn jemand kriegerisch ist oder irgendwie ein bisschen martialischer, militaristischer unterwegs ist, wird er auch der Arena verwiesen, denn so ein Verhalten ist bei uns nicht angebracht. Das heißt, im Vorfeld kann man es nicht sagen, da haben die Eltern noch Einfluss drauf, wenn sie sagen, es ist okay. Aber selbst wenn es dann noch der Junge oder das Mädchen merkt, dass es nichts für ihn ist, kann er ja immer rauskommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie sieht das eigentlich aus? Sollte jetzt Lasertag ab 18 erst freigegeben werden? Ich meine, es sind ja gewisse Einbußen für euer Unternehmen. Wie kalkuliert ihr damit? Wie rechnet ihr damit? Also wir rechnen nicht damit, dass das der Fall sein wird, da wir eben auch uns immer wieder versichern, nach den neuesten pädagogischen, psychologischen Erkenntnissen handeln. Entsprechend gehen wir davon aus, dass es mit gewissen Auflagen wahrscheinlich ab 12 Jahren genehmigt werden wird. Sollte es tatsächlich ab 18 freigegeben werden, werden wir wahrscheinlich auch rechtliche Schritte einlegen. Denn wir haben ja Experten auf unserer Seite, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben die Fallstudien im Prinzip, wir haben die empirischen Belege. Wir wissen ja, dass es derzeit nach unserem Kenntnisstand nicht schädlich ist. Und das möchten wir auf jeden Fall auch so festhalten. Okay, danke Andreas, dass du heute für alle die Position hier offenkundig niedergelegt hast. Ich wünsche dir alles Gute und auch Lasertag erstmal alles Gute. Ja, vielen Dank, Miguel, für das Organisieren und für die Diskussion. Dankeschön.